Die Kandidatur von Mailand und Cortina d'Ampezzo für die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2026 hat das IOC-Evaluierungskomitee bei einem ersten Besuch überzeugt. Das Komitee-Vorsitzende Octavian Morariu sprach in Mailand von einem sehr, sehr positiven Eindruck. Wir haben es mit kompetenten und erfahrenen Personen zu tun, die es gewohnt sind, Wettbewerbe zu organisieren. Sowohl Mailand als auch Cortina haben eine starke Identität, das ist für die Kandidatur positiv, sagte der Rumäne. Morariu besuchte am Donnerstag das Giuseppe Meazza Stadion in Mailand, in dem die Eröffnungsfeier stattfinden soll. Am Samstag beendet er eine fünftägige Besichtigung der Kandidatenstädte, zuvor hatte er den einzigen Mitbewerber Stockholm besucht. Vor allem logistische Aspekte standen dabei im Vordergrund. Der Mailänder Bürgermeister Giuseppe Selle zeigte sich zuversichtlich, dass seine Stadt den Zuschlag erhalten werde. Der seit 2016 amtierende Selle hatte bereits mit Erfolg die Weltausstellung Expo 2015 in Mailand organisiert. Ich habe mit CONI-Präsident Giovanni Malago gesprochen. Er ist sehr zufrieden. Ich glaube, dass alles gut voranschreitet, sagte Selle. Punkt. Erwartet wird, dass die Regierung in den nächsten Tagen die Zusage einer finanziellen Unterstützung für das Olympiaprojekt Mailand-Cortina d'Ampezzo geben wird.